Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte. Jetzt ist der 36 Jahre alte Ali Badreddine sichtlich stolz deutscher Staatsbürger. Er kam mit 2 Jahren nach Berlin und arbeitet als Personaldienstleistungskaufmann. Vor rund einem Jahr stellte er den Antrag auf Einbürgerung. Der Vorteil ist, dass man sich integriert fühlt, dass man sich frei fühlt. Man hat die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger auch. Und das ist was ganz Besonderes. 20.000 Einbürgerungen pro Jahr sollen in dem neuen Amt vorgenommen werden. Deutlich mehr als in den dafür bisher zuständigen Bezirken. Dort schmorten die Anträge oft jahrelang. Dafür soll das neue Amt digital arbeiten. Und der Idealfall ist, dass die Kunden von der Antragstellung bis zur Einbürgerung nur ein einziges Mal hier vorsprechen. Und das ist tatsächlich zur Einbürgerung. Also die Kunden sollen digital den Antrag stellen. Es wird alles digital bearbeitet. Zwar ist hier alles neu und modern, allerdings gibt es noch einige Altlasten. So müssen noch rund 40.000 Papierakten aus den Bezirken digitalisiert und bearbeitet werden. Das braucht Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Wochen bis Monate damit auch fertig sind. Aber dann haben wir elektronische Akten. Wir haben diese elektronischen Akten dann auch nicht zu Ende geprüft. Und dieser Prozess wird leider etwas länger dauern. Und auch beim Personal gibt es Nachholbedarf. Insgesamt 210 Stellen werden finanziert, aber erst 139 sind besetzt. Die zuständige Senatorin gibt sich optimistisch. Jeden Tag wird daran gearbeitet. Ich denke, das wird sehr, sehr zeitnah sein, dass wir alle Stellen besetzt haben. Doch genau da sehen die Grünen ein Problem. In die neue Einbürgerungsstelle sind nur 45 der 90 erfahrenen Mitarbeiter aus den Bezirken gewandert. Die Zentralisierung der Einbürgerungen in Berlin war notwendig. Deswegen ist das auch ursprünglich ein rot-grün-rotes Projekt gewesen. Aber leider, die Umsetzung ist seitens der Innenverwaltung nicht gut organisiert worden. Man hat die Hälfte der Beschäftigten in den Bezirken verloren, weil die Kommunikation sehr schlecht gelaufen ist im Vorfeld der Vorbereitung dieser neuen zentralen Behörde. Dennoch könnten viele neue Berliner Mitbürger nun schneller ihre Urkunde bekommen.